Hallo, wir sind zwei Mitglieder der Hochschulgruppe Das Team. Mein Name ist Philipp und neben mir sitzt Moritz. Wer ist das Team? Das Team ist entstanden aus den Fachschaften Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften und besteht auch heute zu großen Teilen noch aus Mitgliedern der beiden Fachschaften. Ja, wir treten dieses Jahr bei der Stupawahl an und wollten euch einfach mal so unsere Standpunkte klar machen. Zum Beispiel ist ein Ziel von uns, dass die Studierenden einfach mehr Mitsprache in der Universität haben. Denn wir glauben, dass die Studierenden am besten wissen, wo der Schuh drückt. Wir müssen einfach unsere Stimme auch erheben und müssen sagen, hier fehlt Geld, hier fehlt Geld, hier läuft auch was gut, das kann man auch mal sagen. Aber wir denken einfach, dass wir da einfach gehört werden müssen. Denn wenn das alles regiert wird, sozusagen, ohne die Leute mitzunehmen, dann kommen wir einfach nicht weiter hier in so einem großen Komplex. Genauso sprechen wir uns aktuell gegen die geplante Fakultätszerschlagung der Fakultät 1 aus. Wir sehen einfach im Moment einen falschen Zeitpunkt dafür, und zwar da mehrere Professuren bei den Wirtschaftswissenschaften wegfallen, und wir wollen halt einfach verhindern, dass an der falschen Stelle momentan gespart wird. Wir sehen schon, dass gespart werden muss, aber wir sehen einfach die Diskussion über die Fakultätszerschlagung einfach zum falschen Zeitpunkt geführt. Ja, vielleicht sollte man sie auch einfach noch länger führen, weil wir persönlich haben davon vor ein paar Monaten erst erfahren, und so ein großer Veränderungsprozess, der muss einfach lange geplant werden und von allen auch ausreichend diskutiert werden. Deswegen sprechen wir uns jetzt wirklich dafür aus, dass das einfach zumindest mal noch weiterhin diskutiert wird und einfach nicht direkt stattfindet. Ein weiterer Punkt ist auch noch, dass wir sehen, dass Geld an der Uni vorhanden ist, dass wir aber glauben, dass es nicht an die richtige Stelle kommt. Also dass es nicht bei den Studierenden einfach ankommt, sondern vielleicht auch in Prestigeprojekte fließt oder in Gebäude fließt, die vielleicht erstmal nicht so wichtig sind, wenn hier ein Tutorium fehlt. Wenn ich nicht meine Klausur schreiben kann, weil ich nicht ausreichend darauf vorbereitet bin, brauche ich keine schöne Straße. Das ist so. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und solche Entwicklungen sehen wir einfach an der Uni und fordern deshalb auch einfach mehr Mitsprache der Studierenden, dass wir sehen, wo drückt der Schuh bei uns, wo brauchen wir Mittel und wie können die da hinkommen. Deswegen ist eine Transparenz auch an der Uni, glaube ich, momentan nicht wirklich gegeben und sollte auf jeden Fall größer sein, dass man einfach sieht, wie wird Geld verteilt. Deshalb ist es wichtig, dass ihr in der Woche vom 15. bis 19. Juni das Team wählt. Ihr könnt wählen in der Mensa, am Campus Center, im Audimax, in Homburg, im Verteilergeschoss, C52 und in der Informatik. Wählt das Team, wir stehen für euch ein, wir versuchen, eure Studienqualität zu erhalten.